Moin meine Lieben, willkommen zurück zur Formel 1. Heute geht's rein ins Qualifying und später auch ins Rennen von Baku. Wir gucken mal, wie es läuft. Auf ein gutes. Und es ist ein ziemlicher Top-Speed-Kurs. Wir gucken mal, wie es hier später aussehen wird. So, auf dieser Geraden genauso wie auch auf der Startziel werde ich Overtake nutzen, damit wir noch ein bisschen extra Power hier rauskitzeln können. Zuletzt hatten wir ja zwei, vom Ergebnis her zumindest, sehr enttäuschende Rennen. Hoffnung ist auf jeden Fall jetzt da nochmal Punkte zu holen. Quali aktuell noch auf P20. Wir haben aber Upgrades. Die sollten uns vielleicht ein bisschen nach vorne hieven. Zumindest im Renntrim. P19 aktuell, wahrscheinlich sind wir vor Sirotkin. Jetzt nicht mehr. Ja, ich gebe mir aber Mühe, dass wir hier eventuell trotzdem noch ganz gut vorankommen. Ich habe komplett frische Motorenkomponenten eingebaut. Trotzdem 2,4 hinter Hamilton. Puh, schauen wir mal, wie es läuft. Wenn wir gleich ins Rennen springen. Ich werde mal nicht von der 110er KI abweichen. Wir fahren einfach mal weiter. Da bleibe ich ein bisschen stur. P20. Jetzt haben wir keine ERS und es bleibt P20. Eieiei, über 3 Sekunden hinter Hamilton, das ist okay. Aber der Abstand zu den anderen... Mal gucken. Ich bin 0,6 Sekunden hinter Sergej Sirotkin, das ist schon ziemlich deutlich. Und 1,3 Sekunden hinter Pierre Gasly, auch ziemlich deutlich. In der Fahrerwertung hingegen haben wir noch die Nase vorn gegen Pierre. Durch ein Punkteergebnis, das wir als einziges jetzt quasi auch erfahren konnten für unser Team. Und ja, Sauber und Haas haben wir noch im Visier. Gucken wir mal, wie das Rennen jetzt läuft. Aber erstmal kurz auf die Upgrades schauen, denn zuletzt hatten wir ein historisches Event und sind nicht zu diesem Wochenende gesprungen. Es haben nur 3 Teams weiterentwickelt. Red Bull in einem ähnlichen Umfang wie auch Sauber und unser Team Toro Rosso. Wir sind da ein bisschen näher ins Mittelfeld rangerückt und haben da 2 Upgrades insgesamt bekommen, nämlich in der Aerodynamik und auch beim Antrieb. Und wir können jetzt schon mal die Vergünstigungen hier nutzen für das Chassis, vielleicht aber auch was für die Aerodynamik. Boah, vielleicht können wir uns erstmal auf Aerodynamik kurz fokussieren und hier nochmal eine Vergünstigung nehmen. Ja, Abfahrt, dann kostet das nächste Upgrade 410 Punkte. Könnte sich lohnen. Gehen wir rein ins Rennen. Es gibt 2 Strategieoptionen. Entweder wir starten auf dem härteren Reifen oder auf dem weniger harten Reifen. Ich würde einfach mal jetzt auf dem gelben starten und dann gucken wir mal, ob wir auf lila oder auf rot wechseln. Ich denke allerdings, der rote wird es sein und ja, mal schauen, wie es läuft. Auf geht's! Ja, ich habe übrigens die Chance genutzt und Motorenkomponenten eingebaut. Ich bin anscheinend der Einzige, der auf Gelb gestartet ist jetzt. Oh, die gehen 3 wide hier in diese zweite Kurve rein. Das kann doch nicht gut enden. Für die zumindest. Ich gehe vorbei. Sehr schön. Oh, Stoffel van Dorn immer noch neben mir. Die haben jetzt Windschatten von Sirotkin. Und Dorn probiert es gegen Sirotkin. Kommt da außen wieder vorbei, aber ich bin wenigstens noch vor Stroll. Also eine Position gut gemacht, trotz der schlechteren Startreifen. Boah, außen. Jetzt bin ich innen gegen Van Dorn. Nice one. Schön vorbei. P18. Ja, Ziel ist auf jeden Fall nicht wieder Letzter zu werden. Es war in den letzten beiden Fällen immer P19. Wenn ich jetzt P15 oder so hole, wäre es eigentlich auch schon mal wieder ein Fortschritt. Aber Punkte sind natürlich das Ziel. 3 Karrierepunkte, 3 Fahrer-WM-Punkte ist das Teamziel, das ich erreichen soll. Ist ein bisschen utopisch hoch, aber vielleicht kommen wir da ja auch hin. Wer weiß das schon. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall erstmal dranbleiben an Sirotkin, gucken, wie es auf der Geraden gleich aussieht. Von der Gesamtpace her. Ob wir da ein bisschen Top-Speed-Advantage haben. In den Kurven halten wir auf jeden Fall ganz gut mit. Aber da ist auch ein Haas, der hier gerade alle ein bisschen aufhält. Ja, auf der Geraden bin ich ein bisschen hinterher, glaube ich. Ja.
Das ist aber so ein bisschen die Meta der Setups, dass man halt ein bisschen mehr Turnen hat, ein bisschen mehr Flügel aber auch hat, um das zu stabilisieren. Dafür ein bisschen weniger Topspeed. Sirotkin geht außen gegen Eriksson vorbei. Mit DRS können wir ein bisschen was später kaschieren. Mal schauen. Aber erstmal. Oh. Sirotkin denkt sich jetzt auch, I think Eriksson hit us. Sirotkin übrigens nur ein Jahr, glaube ich, in der Formel 1 gewesen. War aber im Gegensatz zum Beispiel zu Nikita Mazepin echt sehr freundlicher Mensch. Wirkte er zumindest. So wirkte er zumindest aber in den Medien. Er hat immer super positive Interviews gegeben, war immer sehr, sehr motiviert, war selbst bei ja, größten Rückschlägen eigentlich immer so, dass er versucht hat, das Beste daraus mitzunehmen. Also wirklich sehr sympathischer Zeitgenosse, glaube ich. Die Leistungen haben zwar nicht rechtfertigt, dass er viel länger in der Formel 1 bleiben sollte. Oh, oh. Aber ich fand es so rein menschlich schade, dass er weg war. War auf jeden Fall ein frischer Ansatz. Jetzt muss ich aber auch pushen, um wieder ran an Sirotkin zu kommen. Bin auf jeden Fall jetzt eine Sekunde und mehr doch weg. Und jetzt kommt Eriksson wieder vorbei. Ja, der Ferrari-Motor war 2018 sehr stark. Und Alfa Romeo / Sauber ist damals halt mit eben jedem Motor gefahren. Aber am Ende der Geraden habe ich mehr ERS genutzt. Bin dann auch vorne geblieben und 2 Zehntel auch näher gekommen an Sirotkin. 2 Zehntel näher gekommen an Sirotkin. Gerade waren es 1,4, jetzt sind es 1,2. Ich muss mich halt strecken, um da direkt wieder Windschatten zu bekommen von Williams. Vielleicht klappt das ja am Ende der Runde. Und dann können wir ein bisschen ERS saven und irgendwann vielleicht vorbeikommen. Eriksson greift an. Lass mich in Ruhe, Mate. Wir können beide nach vorne kommen, wenn du mich nicht angreifst. 1,1 der Rückstand zu Sirotkin. Ja, noch bin ich nicht im DRS, aber vielleicht ja nach Kurve 2. Mal schauen, vielleicht kann ich da das DRS schon mal öffnen. Eriksson hat auf jeden Fall nach seinem Überholversuch viel Zeit verloren. Charles Leclerc hingegen ist da sehr weit vorne, also der fightet da gerade um P9 und P10 gegen einen der Haas. So, mal schauen, wir haben jetzt kein ERS mehr, 0% in der Batterie, aber auch unter eine Sekunde Rückstand. Und wenn ich jetzt guten Exit habe, dann haben wir ab jetzt DRS, das ist das Ziel. Ja, sehr schön. Okay, dranbleiben, Dave. Dranbleiben für 2-3 Runden und dann vielleicht wieder überholen. Let's go. Wir haben DRS und wir haben 12% ERS angespart. Sehr schön. Und ein bisschen Sprit haben wir auch schon angespart und die ersten Autos sind drin. Stimmt, die sind auf den lilanen Reifen gestartet. Das heißt, wir müssen 2 Stops machen. Ein Renault und ein Ferrari. Der Ferrari ist vor uns wieder raus. Okay, da müssen, glaube ich, einige Leute 2 Stops machen. Ja, und wir bleiben weiter dran an Sergej Sirotkin. Das ist jetzt erstmal das Ziel. 12% gerade eben angespart und ich war gerade so im DRS-Fenster. Jetzt kann ich mit Sicherheit, wenn ich will, so 15 bis vielleicht sogar 20% in dieser Runde ansparen. Okay, vielleicht kann ich sogar ein bisschen mehr ansparen. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen was nutzen, damit ich auch beim DRS-Messpunkt, der hier nach diesen Kurven erst ist, dran bin. Aber wir haben auf jeden Fall 43%, 42% in der Batterie, also 30% angespart. Ein bisschen Sprit auch noch angespart, das ist richtig stark. Und wir bleiben dran am Williams und jetzt gehen auch sehr viele weitere Autos an die Box. Ihr seht es auch. Da ist ein weiterer Renault drin. Und eine Menge anderer Autos. Ricardo jetzt hinter mir wieder rausgekommen. Hoffen wir mal, dass die mich hier ein bisschen entspannter überholen können. Nicht so wie in Bahrain, wo ich dann sehr viel Zeit verloren habe. Auf jeden Fall bleibe ich hier dran an Sirotkin, aber ich hatte kein DRS. Okay, da habe ich ein bisschen zu viel gespart. Muss ich ein bisschen wieder pushen. 9,5 Zehntel zu Sirotkin. Oh, das ist so ein Gefrickel mit den ERS und DRS. Quatsch, Spriteinstellungen. Ah, und Ricardo ist dran. Ich will eigentlich nur das DRS von Sirotkin haben. Habe ich auch. So, und jetzt kann ich auf jeden Fall auch in den Schongang. Ricardo kann vorbei. Alles entspannt. Zieh vorbei, Mate. Ich mache ja auch noch extra Lift in Coast. Damit wir nicht Side-by-Side durch die Kurve fahren, denn sonst verlieren wir hier wieder extrem viel Zeit. So ist es ein bisschen easier. Und so habe ich sogar extra hier DRS, ohne dass ich da nochmal irgendwie pushen muss, um an Sirotkin ranzukommen. Also alles sehr gut erfüllt hier. Und hinter uns ist Ocon. Also es wird extrem schwierig, hier in die Punkteränge zu kommen, selbst wenn alle in den Top 10 hier die 2-Stop-Strategie fahren. Die sind schon direkt dran wieder. Aber es ist halt ein Powerkurs.
mal gucken, was Piergasti gerade fährt. Status Teamkollege. Pier ist im Moment auf B5. Okay, Abstand zum Teamkollegen. Ah, oh, nicht so weit weg. 5 Sekunden. Sie fahren mit allen Superreichen. Die letzte Rundenzeit. Alter. 1 Minute 43,4. 43,4 ist aber recht schnell. Krass. Muss ich mich da schon strecken, um da wieder ranzukommen. Auch wenn ich jetzt die härteren Reifen habe. Da muss mehr Pace kommen, Dave. Alter. Ja, gegen den Force India wehre ich mich mal lieber nicht. Verstappen wieder auf Ultrasoft. Interessant. Fährt er eine 3-Stop? So, dranbleiben an Ocon. Boah, der könnte mir jetzt krass wegziehen. Ich muss pushen. Ja, und jetzt ist auch Verstappen direkt dran. Ah, das ist alles so schwierig hier mit den ganzen Dudes, die hier 2 stoppen. Oh, und Ricciardo kommt da jetzt schon an Sirotkin vorbei. Da geht es ein bisschen hin und her. Und Perez ist jetzt dran. Ja, Verstappen hat keine Chance, aber Perez schon. Versuche jetzt einfach vorne zu bleiben. Verstappen wird mir hier nicht so gefährlich, deswegen überall, wo kein Zweikampf droht, der mich Zeit kostet. Da versuche ich auch wirklich keinen herbeizuführen. Und wenn ich hier jetzt geschont hätte, dann wäre Verstappen so dicht aufgefahren. Der hätte da ein Manöver gemacht und es wäre halt sehr unangenehm geworden in Kurve 3, da hätten wir definitiv beide Zeit verloren. So verliert nur er Zeit. Das ist mir aber definitiv lieber. Okay, ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit weg von Perez. Oh mein Gott, Ocon. Wild ausgeschert. So, Verstappen vorbeilassen. Jetzt kriegst du eine ganz gute Möglichkeit. Ich glaube, Hülkenberg kommt hier auch vorbei. Ja, ich verliere halt einfach viel zu viel Zeit, wenn ich gegen die kämpfe. Das bringt mir nichts. Es ist besser, wenn man einfach die Kämpfe bestreitet, die man auch gewinnen kann. Ich habe keine Chance gegen Hülkenberg, ich habe keine Chance gegen Verstappen. Und wie gesagt, an geeigneter Stelle lasse ich hier alle vorbei. Ist mittlerweile... Nee, das ist kein Mercedes hinter dem Force India, das ist halt Sirotkin. Ja, aber es ist halt wild, wie viel Zeit man hier verliert durch die ganzen Zweikämpfe, ne? Also im aktuellen F1 habe ich eher das Gefühl, dass man da Zeit gewinnen kann, wenn man da schnellere Autos um sich herum hat. Keine Ahnung, woran das genau liegt. Bin auch leider zu weit weg von Nico Hülkenberg jetzt. Ich versuche trotzdem zu pushen, weil wenn ich sein DRS bekomme, dann hilft mir das natürlich trotzdem. Alter, 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 wild. Aber da ich nicht dranbleiben kann, versuche ich jetzt möglichst schnell in Sainz Windschatten zu kommen. Und natürlich auch noch sein DRS gleich hier zu nutzen nach Kurve 2. Und da wird auch Sirotkin langsam durchgereicht. Ja. Status Teamkollege ist... Okay, Abstand zum Teamkollegen 7,5 Sekunden. Okay, ja, geht sogar. Letzte Zeit lag bei 1 Minute 4. Ist okay. Ich habe so viele Leute vorbeilassen müssen und da irgendwie nur so ein paar Zehntelchen oder so zu verlieren oder anderthalb Sekunden oder sowas innerhalb von 4-5 Runden ist okay. Denn letztendlich hat er noch dieses ganze Thema überholt werden vor sich und vielleicht, ja, er geht vielleicht auch gleich an die Box. Ich sehe gerade, der hat relativ freie Fahrt, also er hat auf jeden Fall gerade ein besseres Fenster auf der Strecke erwischt als ich. Aber darüber hinaus, er fährt halt auch nicht die Giga-Zeiten jetzt, also 44,0. Gerade eben ist er sogar eine 45er-Zeit gefahren, als ich mal gefragt hatte. Ist okay. Einfach dranbleiben. Bisschen noch ERS schon und im zweiten Stint geht vielleicht noch was. Sainz jetzt auch sehr nah dran an Hülkenberg. Ist der vielleicht wieder mit Problemen unterwegs? Hoffentlich begegnen wir uns jetzt nicht wieder so wie in Bahrain. Oh. Ja, das ist wirklich nicht gut. Boah, ich glaube aber auch Hülkenberg hat Probleme, weil Sainz ist da sehr dran. Also der ist wirklich sehr dicht dran. Kann er auch jetzt schon an Stellen angreifen, wo ich es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, unmittelbar nachdem er einen Williams überholen musste, also wild. Er ist natürlich jetzt ungünstig, ich muss schnell vorbei.
Der Plan, sich via Sirotkin nach vorne zu katapultieren, geht auf jeden Fall nicht auf. Ich muss jetzt an Sainz ran. Vielleicht kann Hülkenberg oder so mich noch mitziehen. Pierre Gasly ist an der Box. Ja, kurz bevor der erste Red Bull und die Force India an ihm dran waren. Also er ist da ein paar Zweikämpfen aus dem Weg gegangen. Schade. Ich will natürlich auch das Teamduell gewinnen und da finde ich es eigentlich schon ganz gut, wenn Pierre Gasly jetzt auch ein bisschen Zeit hier und da verliert. Also Sainz ist definitiv sehr schnell. Hülkenberg müssen wir mal gucken, ob der jetzt den die Lücke zu Sainz aufreißen lässt. Boah, nee, der kontert direkt. Okay. Renault wild hier. Das erinnert so ein bisschen an die Aggressivität der Alpine-Fahrer aktuell. Hat sich also nicht viel verändert, obwohl der Brandname geändert wurde zur Tochterfirma von Renault. Eieieiei, die kämpfen ja immer noch wild. Ja, da bin ich dran, ne? Auch hier wieder ein bisschen zu aggressiv für meinen Geschmack, dass die da jetzt immer noch fighten. Ergibt halt keinen Sinn, die verlieren beide Zeit. Und ich gleich auch. Ja, okay, ja, sie sind sich auf jeden Fall einig geworden, bevor ich da war. Die haben mir zugehört, Ehrenmänner. Wir haben DRS, Ehrenmann. Nico Hülkenberg versucht es wieder gegen Carlos Sainz. Ich war leider nicht im DRS-Fenster, sonst wäre ich hier mit ein bisschen mehr ERS rausgekommen. Ist die Frage, ob ich jetzt DRS bekomme? Ich glaube schon, ja. Sehr schön. Boah, Sainz lässt Nico da fast in die Wand laufen. Heieieiei. Knappe Kiste und hinter uns haben wir jetzt die beiden Haas mit Leclerc im Sandwich. Also die Leute, die jetzt schon auf Einstopp-Strategie sind und an der Box waren, sind auch relativ nah an uns dran, auch Pierre Gasly. Ja, wie gesagt, das wird halt leider strategisch oder das wird halt an für sich ein schwieriges Rennen, aber ist auch okay. Ich meine, in 2017 bin ich in jedem Rennen in den Punkten gewesen im Renault. Und hier haben wir bis jetzt nur einmal Punkte geholt. Hätten zweimal Punkte holen können, aber das ist komplett fein, ne? Wenn ich auch mal ein paar Tiefen habe, ist auch nicht schlimm. Nico Hülkenberg hat auf jeden Fall jetzt keinen DRS mehr von Sainz. Das ist ein gutes Zeichen. Dann können die nicht mehr so fighten, dass ich auch Zeit verliere. Im Zweifelsfall. Und wir haben jemanden, der uns Windschatten spenden wird ab jetzt. Genauso wie auch DRS natürlich. Und das heißt, ich kann auf jeden Fall ein bisschen Ressourcen haushalten. Wobei da Magnussen seine Chance sieht und vorbeizieht. Heieieiei. Die beiden Teamkollegen Haas 2023. Wer hätte es gedacht? Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Inlap. Oh Mann, Nico Hülkenberg ist aber auch sehr langsam gerade. Spielt auch ein bisschen Apex des Lava. Hinter mir ist Charles Leclerc. Ja, das war sein Karrierestart übrigens, werte Damen und Herren. Ich glaube auch irgendwo hier in Baku oder kurz danach kam sein Durchbruch, wo er auch ein bisschen Setup-technisch was verändert hat und wirklich sehr gut klarkam. Davor hatte Ericsson immer so ein bisschen benutzt als Referenz, was Setups und Co. angeht. Kam da noch nicht so gut rein. Und dann ging es halt richtig, richtig ab für Charles Leclerc, der sich dann ein Jahr später in den Ferrari begeben sollte und dann zwei Jahre aufeinander folgend Sebastian Vettel im Teamduell besiegt hat. Zwar Carlos Sainz dann unterlag, aber dieses Jahr dann etwas deutlicher vor Sainz war, als Sainz es letztes Jahr gegen Charles Leclerc geschafft hat. Oh, Alter, ich bin auch echt gerade unter Druck. Also Magnussen ist unglaublich schnell. Das ist der Wahnsinn. Also Ferrari-Motor scheint hier wirklich ein Cheat zu sein in diesem Spiel gefühlt. Und Pierre Gasly ist relativ nah dran. Wir rechnen damit, dass der Grip deiner Reifen jetzt alles gut. Wie viel Prozent haben wir denn? Dieser Satz sollte aber noch eine Weile 52%. Okay, ja gut. Ich gehe trotzdem an die Box. Ich möchte da keine Experimente wagen. Nico Hülkenberg könnte vielleicht auch an die Box gehen. Oh nein, Schal. Ich will an die Box. Oh, 80 haben wir hier schon. Oh, ich dachte 60. Carlos Sainz in exakt derselben Runde drin. Er holt sich nochmal die gelben Reifen ab. Interessant. Und ich bin direkt hinter Stroll rausgekommen wieder. Also zudem haben wir auf jeden Fall Zeit gut gemacht, weil ich war vorhin irgendwo in der Region Sirotkin und jetzt bin ich in der Region Stroll. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Upgrade. Ja, und wir sind hoffentlich bald dran. Mit dieser
Einer. Nico Hülkenberg jetzt auch an der Box. Ich frag mal, was mein Teamkollege für eine Zeit fährt. 13,1. Ein bisschen größer geworden der Abstand. So etwa 5,5 Sekunden. Aber nicht so groß, wie ich dachte. 43,2. Okay. Das wird interessant. Okay, mal gucken, wie es ausschaut. Hülkenberg jetzt auf jeden Fall bei der Boxenausfahrt. Kommt noch vor mir wieder raus. Auf demselben Reifensatz. Okay. Ist die Frage, ob ich da rankomme und mich dran klammern kann. Das wäre sehr cool eigentlich, aber aktuell glaube ich nicht so wirklich dran. Haben wir jetzt DRS von Nico Hülkenberg? Nee. Schade, aber er kann auf jeden Fall jetzt Stroll angreifen und leider wird Stroll dann auch dadurch jetzt DRS bekommen. Ah, schade. Aber die Zeit ist eine 42,6, also wir kommen auf jeden Fall näher ran an Pierre Gasly. Hoffentlich bleibt das so. Da wird gefightet. Pierre Gasly ist eine 45,1 gefahren. Okay, was ihm im ersten Stint erspart blieb, ist jetzt im zweiten Stint problematisch geworden. Der hatte gerade ein bisschen mit dem Force India, glaube ich, zu tun. Und wir sind dran an Stroll. Ich will hier eigentlich vorbei, weil das kostet jetzt gerade sehr viel Zeit. Lance Stroll auf einem langsameren Reifen, auf älteren Reifen, auf in einem langsameren Auto. Alles nicht gut. Ja, ich muss Geduld haben, leider. So, dran an Stroll. Jetzt können wir aber auf jeden Fall überholen. Unabhängig von Motorperformance oder sonst was. Wir haben. Ist das unser erstes Überholmanöver jetzt? Ist das wirklich mein erstes reguläres Überholmanöver nach Kurve, nach Runde 1? Vielleicht. Aber wir sind auf jeden Fall dran an Nico Hülkenberg. Wenn auch nicht im Sekundenfenster. Zumindest bei Startziel nicht, aber der kam ja dann mit DRS noch ein bisschen näher ran. Ja, Mann. Sekundenfenster geknackt. DRS bekommen. Weiter pushen, let's go. Auf geht's ran an Nico. Ein paar Informationen. Oh, Sainz, Probleme mit dem Auto. Schwierig für ihn. Gut für uns. 7 Sekunden Rückstand zu Hülkenberg. Irgendwie passt die Pace gerade ganz gut. Zumindest gegen Renault kann ich hier ein wenig konkurrieren. Vielleicht, weil die beiden Probleme haben. Aber ansonsten geht es sogar ganz gut voran. Ich kann jetzt sogar ein bisschen hier das ERS schonen. Und vielleicht wird es aktuell auch wirklich P15, was ich mir so gewünscht hatte. Und wir fragen mal ganz kurz nach Status Teamkollege. Okay, wir kommen näher. Sie fahren mit alten, ja. 43,0, eine Sekunde gut gemacht mit DRS und sowas. Ist nicht schlecht. Oh Mann. Oh, wild. Alter, geiler Entry. 7/10 Rückstand. Ich bin da, glaube ich, im dritten gewesen, oder? Als ich noch rechts auf dem Körper war. Der dritte ist ein bisschen fies. Okay, fighten die hier wieder. Alter, warum habe ich keinen. Okay, da habe ich DRS. Danke. Aber Hülkenberg ist jetzt schon an Sainz vorbei, das ist krass. Heieiei. Oh, oh, es hat gekracht. Kimi Räikkönen hat einen Platten. Und was ist passiert? Oh, er hat Vettel berührt. Und Hamilton. Kimi Räikkönen, DNF von Hamilton, wird aufgehalten. Hülkenberg jetzt gegen Sainz. Da verlieren beide ein bisschen Zeit. Ich muss eigentlich relativ schnell an Sainz vorbei. Der hat Probleme am Auto. Das wird sonst Zeit kosten. Wenn ich hier nicht vorbeikomme, muss ich aber die ganze Runde ERS sparen, um auf Startziel dann vorbeizukommen, schnell. Er verteidigt hier innen. Setzt sich hier ganz gut für seinen Teamkollegen ein, fährt da über die Trümmerteile. Trotzdem bin ich vorbei. Easy. Nice one. Weiter. Ist Kimi Räikkönen eigentlich raus aus dem Rennen oder fährt er noch? Keine Ahnung. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 42. Alter, das war wild. Ja, Pierre Gasly, der fährt eh sehr schnell gerade, kann sich jetzt aber auch noch zusätzlich von dem McLaren ziehen lassen, das ist leider ein bisschen doof für mich, weil ich da kaum Zeit gewinne, aber so oder so, Pierre Gasly ist gerade auf 11, für ihn geht es noch um einen Punkt, für mich an und für sich halt nicht, wenn ich Pierre Gasly einholen würde, deswegen ganz gut, dass er da gegen den McLaren fightet, weil dann können wir vielleicht als Team noch einen Punkt holen jetzt. Mal gucken, Stroll jetzt ebenfalls vorbei an Sainz und Virtual Safety Car. Weil was hinten passiert ist. Und Marcus Ericsson hat tatsächlich hier Probleme mit dem Motor. Der Ferrari-Motor, 2018 echt stark gewesen, aber zumindest für Ericsson nicht zuverlässig. Oh, ist sie wieder zu Ende. Ich habe da einen guten Puffer gehalten. 1,5 zu Hülkenberg.
bisschen ERS gesaved, aber die Safety Car VSC-Phase war sehr, sehr kurz. Weiter pushen. Ich bin ziemlich nah am Sekundenfenster von Hülkenberg gewesen. Ich glaube, ich kann DRS aktivieren am Ende dieser Runde wieder. Weil ich habe jetzt ein bisschen mehr Energie genutzt. Das muss eigentlich jetzt passen. Sauber. Wir sind dran. Wir könnten P12 noch holen. Wahnsinn. Und Pierre Gasly aktuell auf P10. Ja, wenn ich schon keinen Punkt hole, drücke ich ihm die Daumen. Ansonsten würde ich gerne das Teamduell gewinnen. Aber wenn einer von uns beiden in den Top 10 sein kann, gerne. Dann von mir aus dieses Mal eher. So, dranbleiben an Nico Hülkenberg. Let's go. Ich warte jetzt hinter Hülkenberg tatsächlich so ein bisschen ab, bis ich eine passende Überholmöglichkeit habe. Und vielleicht überhole ich ihn zur letzten Runde hin oder in der letzten Runde auf Startziel für so ein Fotofinish. Auf jeden Fall bleibe ich da erstmal dran und werde geduldig bleiben, weil die Batterie geht ganz gut voll und ich bleibe ganz gut dran. VSC hat mir auf jeden Fall ein bisschen geholfen, dass ich dann die Reserven noch nutzen konnte, um ranzukommen. Und Pierre Gasly kann sich mittlerweile auch ein bisschen von dem McLaren absetzen, von Fernando Alonso. Das ist nicht schlecht. Wir sind dran an Hülkenberg. Eigentlich muss ich hier mal zur Attacke ansetzen. Wir machen es auch. Und Gasly ist leider auf 11 gerade zurückgefallen hinter dem McLaren. Oh, Nico Hülkenberg noch neben mir. Jetzt hat er natürlich DRS. Ist auch okay. Push ruhig, Nico. Lance Stroll ist auch dran. Also, ich glaube, in diesem Rennen können wir nicht behaupten, auf Renault-Niveau zu sein, sondern eher ist Renault auf unserem Niveau, weil ganz ehrlich, Williams und Renault, das passt nicht zusammen. Ja, das einzige Szenario, wie Williams zumindest in diesem Spiel auf Renault-Niveau sein kann, ist, dass man entweder sehr viel in der Entwicklung aufgeholt hat oder aber dass Renault einen sehr schlechten Tag hat und die haben, glaube ich, einfach einen sehr schlechten Tag, statt dass Williams und wir einen sehr guten Tag haben. Aber wir fräsen uns auch wirklich an Nico Hülkenberg ran hier. Wild. So, jetzt ist es endlich soweit. Ich werde voll gegen Nico attackieren. Let's go. Auf in den 7. Made overtake. Geht's rein in die DRS-Zone und das wird jetzt sehr schnell sehr kurzer Prozess sein für Nico Hülkenberg. 345 km/h kurz mal erreicht. Kurz mal auf die Ideallinie zurückgeswitcht und wir bleiben vorne und ich habe sogar der, warum auch immer die Anzeige rechts unten mir gerade signalisieren wollte, dass ich jetzt DRS haben werde. Wir haben kein DRS, Nico hat jetzt DRS und jetzt kann er hier kontern. Vielleicht die letzte Chance. Oh, er greift hier an. Außenbahn funktioniert aber auch ganz gut. Sehr schön. Ist natürlich wichtig, vorne zu bleiben. Ich habe mir so viele Reserven aufgehoben, dass wir hier echt für den Rest der Runde extrem pushen können mit allem. Reifen. Warum auch nur 52%? Wild. Also die Gelben hatten nach 14 Runden ein bisschen mehr als 52 und wir haben jetzt auf den Roten nach 12 Runden etwa 52. Also ist gar nicht so viel. Und Valtteri Bottas gewinnt das Rennen hier. Krass. So. Hülkenberg. Kommt der hier nochmal ran? Kommt der hier nochmal vorbei? Die gesamte letzte Runde dokumentieren wir hier. Auch interessant mal. Und der Abstand zu Alonso / Gasly ist am Ende sogar noch ein bisschen angestiegen. Und der GP2-Engine setzt sich wieder gegen McLaren durch. Pierre Gasly holt den dritten Punkt für Toro Rosso in der Saison. Oh Mann. Und Nico Hülkenberg. Der wird dran sein, oder? Nee. Wir bleiben vorne. P10 und P12. Ey, nach zweimal letzten Platz. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Park. Es war ganz gut. Es war mal ganz gut. Und wie ich hab's schon in F1 2017 gesagt und es hat sich auch bewahrheitet, am Anfang der Saison kommen die für mich sehr schlechten Kurse tendenziell. Zum Ende der Saison hin, da geht's ab. Und tatsächlich schafft's Pierre Gasly hier nochmal ein Pünktchen zu sichern. Mit einer halben Sekunde Vorsprung etwa.
Haas wild. P5 und P8. Esteban Ocon und Perez bringen Force India viele Punkte und wow, punkten so ähnlich wie Red Bull. Also ganz, ganz krass, wie Haas und so hier unterwegs waren. Haas im Qualifying sogar noch 11 und 13. Die haben durch die Strategie profitiert, durch die 1-Stop. Waren aber mit Abstand das stärkste Mittelfeldauto, wenn man mal Force India ausklammert, weil die sind so ein bisschen das Bindeglied zwischen Mittelfeld und Top-Teams. In so einem Fall sind sie dann teilweise auch mal stärker als ein Top-Team. Siehe Ergebnis von Verstappen, der ist genau wie auch Ocon und Perez einen 2-Stop gefahren und dahinter. Vettel und Bottas sind ins Ziel. Hamilton genau wie Raikkonen DNF'd. Krass. Verrückt. Und auch Ericsson ist DNF'd. Ja, das hatten wir aber gesehen. Und damit haben wir in der Gesamtwertung Sebastian Vettel bei 86 Punkten, 16 Punkte vor Bottas. Dahinter Ricciardo, noch bevor der zweite Ferrari oder Mercedes kommt. Für Raikkonen läuft diese Saison gerade furchtbar, für Hamilton auch. Und ja, Esteban Ocon und Sergio Perez, die können sich auch weiter hier nach vorne pushen. Carlos Sainz hat mächtig am Boden verloren. Ganz, 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 ganz krass. Und im Mittelfeldduell um P5 hat sich jetzt Haas eingeklinkt. Davor gab es kein Duell. Ist jetzt an Renault vorbei? Crazy. Und Alfa Romeo, beziehungsweise Sauber, 3 Punkte vor uns. Durch die 2 Pünktchen von Charles Leclerc sind sie sogar noch einen Punkt weggekommen. Ja, also krasses Rennen. Heftiges Rennen. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Auch wenn am Ende ein bisschen Pace gefehlt hat zu Pierre Gasly. Aber das ist in Ordnung. Und im nächsten punkten wir hoffentlich wieder. Hey, wir werden gelobt. Nice, gute Arbeit. Genau darauf habe ich gehofft. Leider haben wir immer noch kein Teamziel erfüllt. Schade. Wir sehen jetzt unten bei den Vertragsverhandlungen unseren Vertragswert und meinen Wert. Wir müssen jetzt mehrfach verhandeln. Und mein Wert bestimmt quasi, was für Boni ich hier abrufen kann. Und ihr seht auch, in welche Richtung das geht, je nachdem, was du da veränderst. Erwartete Quali-Platzierung, erwartete Rennplatzierung. Aber ich empfehle dir wärmstens bessere Konditionen auszuhandeln. Und ich bleibe erstmal zweiter Fahrer. Ich mache erstmal einfache Teamziele. Erwartete Rennplatzierung, vielleicht mal P13, mal gucken. Sagen wir mal P13, das ist okay. Quali-Platzierung P19 und ja, was machen wir? Upgrade-Geschwindigkeit vielleicht. Rennbonus. Schlagen wir mal vor. Sie haben knapp diesen drüber. Vertragsbedingungen nicht zugestimmt. Dann machen wir mal P18. Und testen nochmal. Ich glaube, wir verlangen hier eindeutig zu viel. Dann gucken wir mal. Wir sollten Ihnen das passt jetzt. Unser Angebot ist okay. Wurde akzeptiert. Ist okay, ist okay, ist okay. Nächstes Wochenende, auf geht's. Am nächsten Wochenende in Kraft. Oh, wait. 410 Punkte. Wir können investieren. Rein da. Nächstes Upgrade kaufen. Motor 882 Punkte. Können wir vielleicht am nächsten Wochenende machen schon. Wobei ich glaube eher nicht. Wichtig ist, die Teamziele zu erfüllen, weil die geben euch richtig viele Erfahrungspunkte. Spanien ist die nächste Strecke. Eine wunderschöne Rennstrecke. Vielleicht haben wir Regen. Vielleicht muss ich diesmal auch nicht so viel taktieren. Nein, kein Regen. Fahrzeugperformance ist identisch geblieben. Alfa Romeo sauber, hat einen Schritt nach vorne gemacht. McLaren riesigen Schritt. Und Williams ist auch näher gekommen. Ja, gucken wir mal, wie Catalonia läuft. Ich habe keine Ahnung mehr, wie stark die hier waren. Aber hoffentlich werden wir wieder mal etwas besser sein und hoffentlich die Ziele unseres Teams erfüllen. Ein sauberes Rennen in den nächsten zwei Rennwochenenden abschließen, das sollte wohl möglich sein. Hoffentlich schon in Spanien, weil in Monaco ist es ein bisschen schwieriger. Mal sehen. Werte Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Rennen. Wenn ihr so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben, gerne ein Abo raus, haben wir nächstes Video dabei. Bis zum nächsten. Ciao.